Leute, willkommen zurück zum fünften Part. Fünft Part der Harry Potter, jawohl. Und ja, wir gehen jetzt Komm raus. Mal wieder, Harry. Machen wir, George, Fred. What the fuck? Oh nein, Peeves. Peeves? Der Poltergeist. Oh, armer Potty und Wiesel. Potty Sie haben keine Passwörter, keine Abkürzung durch die Potty-Träs. Oh, Potty-Träs? Schau mal hier, ich habe ein Passwort. Genau hier. Was sind Potty-Träs? Los, Ron, das Blatt kriegen wir. Aber sowas von sicher. Genau. Lass uns zusammen zaubern und diesem verdammten Poltergeist eine Lektion erteilen. Wir fangen an. Also, Leute. Wir kämpfen zum ersten Mal gegen Peeves und ich sag... Ich sag aus einem guten Grund zum ersten Mal gegen Peeves. Au, au, miese, einzelne Drittklässler. Tschüss. Hau ab, Potter. Ich sag aus bestimmten Grund zum dritten Mal. Welcher Potty und Wiesel? Ihr werdet noch von mir hören. Tschüss. Wir haben die Passwörter. Komm, lass es uns versuchen. Die funktionieren nur bei den Porträts mit den Stockwerknummern drüber, stimmt's? Glaub ich auch. Damit sollten wir zurück ins Nebenzimmer kommen. Sternlicht. Und das war jetzt das Geheimnis der Potty, die Träs. Wir müssen jetzt zur Pflege magischer Geschöpfe. Und dieses Jahr unterrichtet Hagrid. Weiß einer von euch, wo wir hin müssen? Ich glaube, der Unterricht findet unten auf der Koppel statt. Seid ihr auf dem Weg zu pflegemagischer Geschöpfe? Ich auch. Das ist toll, Neville. Lass uns zusammen gehen. Kommt, folgt mir. Sehr schön. Wir folgen dir, mein Führer. Gut, der Spruch klingt das Fleisch. Also, falsch. Flasch. Jedenfalls meine Theorie dazu. Wir begegnen Peeves nochmal zweimal. Habe ich in Erinnerung. Zweimal begegnet der Nervensäge noch. Und ja, diese Nervensäge wird uns nochmal ärgern und nochmal ärgern. Auf die Nerven gehen, auf den Keks gehen, etc. etc. Jedenfalls. Halt die Klappe, Turmur. Jedenfalls wird das noch ein Kreuz mit Peeves. Der Unterricht findet unten bei der Koppel statt. Hier lang. Depulso! 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 Elasto! Kannst du einfach lassen? Alohomora! 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 Das Level auf uns wartet. Wir müssen wohl langsam zum Unterricht. Das ist doch der Scheißfücher. Ich komme ja schon Harry, mit zwei. Komm hierher. Was haben wir da jetzt eingejoinkt? Wir haben jetzt eingejoinkt. Wir haben jetzt eingeheucht. Tierwesenkarte. Dort haben wir eingemerkt, Kelpie lauert in Flüssen und Gewässern und bietet sich als Reittier für die Überquerung an. Wird dieses Angebot angenommen, versucht der Kelpie den Reiter unter Wasser zu ziehen und dort zu fressen. Also mir sagt das Wesen was, Leute. Euch vielleicht auch was und ja. Es ist wirklich gut an Harry Potter, dass sie verschiedene Viecher reingebracht hat. Es wird es aber noch eine hübsche Aufgabe auf uns kommen, jetzt gleich. Depulso! Depulso! Hier ist gern was im Hinterland. Aber hier fehlt es irgendwie am Weg und so. Da spinnt die Textur, aber hier hinten ist zum Beispiel ein Kesselkuchen. Und auf der anderen Seite ist hier noch irgendwo Hagrids Hütte. Da ist total der Fehler.
Normalerweise ist ja alles grün. Texturenfehler nervt mir inzwischen. Aber Depulso! 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 Ist so? Depulso! 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 So, du Scheißkürbis. Depulso! Ich möchte wirklich nicht zu spät kommen. Depulso! 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 Ja, das hat uns jetzt ein bisschen Kürbiskuchen eingebracht. Kommt schon nicht zu spät, Herminia, aber wir möchten auch unseren Spaß haben. Weil hier hinten gibt es noch eine Aufgabe, soviel ich weiß noch. Zum Pflegemagischer Geschöpfe geht es durch das Tor dort. Und das muss eine Wichtelplage sein. Wenn ihr drei mit den Wichteln fertig seid, geht es hier zu Pflegemagischer Geschöpfe. Deine Entscheidung, Harry. Wir können noch ein bisschen erkunden oder Neville zum Unterricht folgen. Also Leute, Wichtel oder Unterricht? Wichtel oder Unterricht? Wichtel, Unterricht? Wichtelunterricht. Aber erst einmal chillig speichern. So, dann würde ich sagen, Wichteln ziehe ich vor, Unterricht, auch bei Hagrid. Dann Neville wartet auf uns, Harry. Wir sollten wirklich zum Unterricht. Wichtel, lass mich in Ruhe. Slytherin! Wir haben es hier mit einer Wichtelplage zu tun. Können wir irgendwie helfen? Zaubert auf den Brunnen, um den Schwarm aufzuwecken. Ihr müsst zusammenarbeiten, um sie zu vertreiben. Erwischt ihr nicht alle Wichtel auf einmal, könnt ihr es immer wieder versuchen. Ihr bekommt jedes Mal eine Sammelkarte, wenn ihr den Schwarm besiegt. Schafft ihr es, alle Wichtel zurück in den Brunnen zu scheuchen, bekommt ihr alle 5 Karten des Satzes. Aber das ist nicht einfach. Und wie das easy gambisi ist. Also, Depulso! Kommt heraus, Wichteli! Depulso! Zack, 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 zack. Wichteli, 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 Wichteli. Aber ich lerne nicht das Wichteln kennen. Ihr Weihnachtswichtel. Ihr Weihnachtswichtel. Ich lerne euch das Fürchten kennen. Ihr witzigen Wichteln. Ausgezeichnete Arbeit. Vertrauensschülerin meinte, wir würden alle 5 Karten des Satzes gewinnen, wenn wir alle Wichtel vertreiben. Also meiner Meinung nach ist es, glaube ich, nach meinem Wissen ist es der Riese, genau. Brian der Blutdürstige. Mittelalter, Daten unbekannt. Lebte auf einem Schloss über einem magischen Bohnenstängel. Aß gerne Brot aus Bohnenmehl, das er mit dem Blut eines Engländers runterspülte. Wurde von einem Jungen namens Jack vernichtet. Okay, wer kennt die Geschichte nicht? Jack und die Riesenbohne. Aber ich würde sagen, wir lernen in den nächsten Part, in dem nächsten Part den Wichteln, das Fürchten. Wiederschauen, reingehauen, Servus.